Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich hoffe, ihr seid noch nicht eingeschlafen, denn ich spiele Freddy. Mit den Perks Blutwächter, Eiserner Griff, was die arbeitet schon, bevor es überhaupt bei mir richtig losgeht. Vergiss mal nicht und Ruin. Zack. Ja, unsere Session. Dann gleich die Frage, ob sie einen Strike hat. Die haben wir auf jeden Fall schon mal. Das ist immer so fraglich, weil... Ich vergiss mein nicht. Ne, der wickelt sofort, hat keinen Strike. Gut. Das ist natürlich schon mal sehr schön. Kann natürlich sein, dass jetzt irgendjemand anderes... Ne, wird sie niemand anderen weggeklaut haben. Das heißt, sie haben keinen Shadow Strike. Weil, wenn jemand Strike-Block drin hat, dann wird der auf jeden Fall Obsession, wenn sonst keiner dabei ist. Klopf, klopf. Ist hier aber neblig im Wald. Da hinten ist mein Totem. Aber Ruin auf 1 ist noch so... Wollt ihr abspringen? Nein, nicht. Oh, da hat gerade jemand. Dieser Totem wird also super offensichtlich. Yay. Wie gesagt, Ruin-Totem auf 1 ist... Traumwelt. Traumwelt. Das ist doch verschmerzbar, wenn dann einer Ruin drauf geht. Wahrscheinlich war sogar die betroffen, die gerade am Haken hängt. Was war das denn? Jetzt ist die wirklich gestorben. Ach, der Totem gesehen? Schön, ne? Natürlich schön, dass sie jetzt tot ist. Das ist natürlich praktisch für mich. Aber auf der anderen Seite kann ich so mein... Vergiss mal nicht, auf, nicht aufbauen. Mensch, Donnerwetter! Man kriegt so natürlich auch keine... viele... Punkte da drin. Da ist jetzt mit Toilette um. Na. Ich habe ja nur zwei Stacks auf meinem Vergissmeinnicht. Das Fenster ist für sie zu. Aber sie ist eh weggerannt. Jetzt habe ich sie verloren. Ne, hier ist er. Zack. Ah, die hat es mich ziemlich lange hingehalten können. Das ist eine Fenster, was sie mehrmals durchgesprungen ist. Das fand ich nicht so geil. Oh, hier ist gleich ein Haken auf dem Hügelchen. Und zack. Ich bräuchte Barbecue. Barbecue wäre cool. Da hat es geknallt. Ab in den Traum mit dir. Und wieder durch das Fenster. Dieses Fenster umlegen sie. Ins Häuschen. Hier sehen Sie dicker Nebel. Aber viele Fenster und Paletten. Das freut mich nicht so sehr. Wieder rein. Das gleiche Fenster. Nein, diesmal geht's nach oben. Ich bin an dem Kacktisch hängen geblieben. Oh, verlaufen? Hatte? Ja, jetzt bin ich ihn verlaufen. Ah, das war noch Ruin. Da ist ein bisschen zu lange gewartet. Und zack, hängt die auf.
dann hier den Jen auf den Berg noch treten, den sie vor uns angefasst hat. Wer ist das? Achso, ich dachte gerade, da arbeitet jemand. Ist noch nicht so weit. Aber weg ist weg. Hier ist keiner. Hier haben wir ein Totem irgendwo. Da arbeiten sie auch fleißig. Deshalb würde ich den jetzt fertig machen, ohne dass ich was dagegen tun kann. Was? Der hat noch getroffen. Erst dann. Zack, zack, Fenster, Fenster. Hallo? Geht einfach nach oben. Oben ist noch nicht so gut. Weil oben gibt's nichts. Okay, wenn man Belling Blending hat, bringt eben oben meistens gar nichts. Huch! Die wollte ich gar nicht. Das ist wirklich das, das wäre die. Gut, die habe ich halt die weiter. Hey, hab's gewusst. Ja, und das zweite Fenster da hinten. Raus. Ah, Mist, hier gibt es keinen Ausgang. Hat mich selbst verlaufen. Aber ich sehe sie. Ups. Was soll das werden? Zeigen hier. Ist jetzt wieder runtergekrochen? Mensch. Da war alles mal in der Traumwelt, das ist mal schön. Haken. Treten. Spenden ist die Antwort. Hol ich mir jetzt einfach. Mit Freddy finde ich die, die da liegt, eh wieder. Oh, guck mal, ob ich wegziehen kann. Ne, kann ich nicht. Das ist ja egal. Oh, die hat nicht gecovert, hä? Natürlich ungünstig für dich. Sonst hättest du die Heilung vielleicht geschafft. Natürlich, das ist natürlich der Vorteil von Freddy gegen allen anderen Killern. Man hat automatisch einen Pirscher drin. Sieht der Vorklub nicht. Ich hab einen Second Tag. Gucken, wo liegt die andere jetzt hier? Da. Ah, oh, das ist ja nett so. Dann kriege ich gleich zu einem Haken. Vorbildlich. Wirklich vorbildlich. Komm, sterb doch schneller. So. Okay, ich kann nicht mehr abspringen. Darauf habe ich gewartet, dass die andere verreckt. Damit ich, weil die war nämlich das erste Mal gehackt. Gut, die haben es da irgendwie bei dem Generator, haben sie es ganz schön verpeilt oder verschissen irgendwie. Da, das war irgendwie ihr Fehler. Sie haben, bis dahin haben sie eigentlich gut durchgezogen. Ende ist ja verreckt, ja, die wollte, okay. Die hat sich ein bisschen umbringen lassen. Aber nicht mein Fehler. Aber dann dort bei dem Generator, da wollten sie aufwecken, während sie in der Jagd war. Das war... Dann haben sie den Generator weitergemacht, die wollte dann aufheilen. Dauert zwar die Zeit, bis Freddy jemand im Traum hat, aber so schnell dann in Aufheilen kriegt man, glaube ich, nicht hin.
So. Pip gemacht, wenn ich das gesehen habe. Oh, ein Doppelpip sogar. Sprintboost, Sprintboost, Selbstheilung, botanisches Wissen, Dead Heart. Gut, Dead Heart habe ich gar nicht mit so mitgekriegt. Hat nie wirklich gezündet. Moment, vergiss mal nicht, hat natürlich jetzt. Wurde nicht genötigt, wurde nicht benötigt, aber hat jetzt auch nicht viel gebracht. Genau wie beim Blutwäsch sind halt solche Endsachen, genau ein bisschen wie Know It, weil ich jetzt nicht dabei habe. Also eine Griff, ja okay, Ruin wurde auch schnell zumürgelt, aber auf 1 ist es. Pff, auf 1 ist es eigentlich noch ein bisschen abkömmlich, aber ich habe nichts Besseres. Mein Freddy, der hat so viele Perks, aber alle nur auf 1 oder 2, also alle so ein bisschen Pupsi. Was er gut hat, ist hier monströser Schrein und Spione des Schattens, also solchen Müll, den man eh nicht mehr braucht. Ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so mit der letzten Situation umgegangen wärt, ob das aus eurer Sicht ein doch vielleicht schaffbarer Weg gewesen wäre, wenn sie sich besser angestellt hatten, oder ob dieses Aufwecken und dann auch mal aufheilen, beim Generator bleiben, den weitermachen, so eine gute Idee war. Ich denke ja nicht. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Bis dahin. Ciao, ciao.